Offizielle Daten des israelischen Gesundheitsministeriums von heute Morgen 7 Uhr. 300 Tote, 1864 Verletzte, 19 in kritischem Zustand, 359 mittelschwere Verletzungen, 821 leichte Verletzungen. 750 Menschen gelten als vermisst, die meisten von einem Musikfestival an der Grenze zu Gaza. Die Palästinenser im Gazastreifen melden aktuell mindestens 256 durch Israels Bombardierung getötete palästinensische Zivilisten und mehrere hunderte Verletzte. Hallo und guten Tag allesamt miteinander. Ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr bekommt es alle hautnah mit durch die Medien. Die Lage in Israel, Palästina, Gaza ist dramatisch. Für mich ist dieses Thema sehr, sehr schwierig. Warum? Weil ich da ein bisschen befangen bin. Wie ihr besser wisst als ich, arbeitete ich im Jahr 2008, 2009 in Jerusalem für eine britische Firma. Unser Auftrag war es, das European Commission Technical Assistance Office zu bewachen. Ich war dort oben am French Hill in Jerusalem eben der Boss. Ich hatte in meinen Reihen auch 25 palästinensische Angestellte und eine gute Handvoll Leibwächter, Ex-Fremdenlegionäre, um eben den damaligen Botschafter, ein Österreicher, Christian Berger, zu schützen. Im Rahmen meines Auftrages in Jerusalem 2008, 2009 war ich mehrmals in Ramallah. Ich war also an der Mukatta, der einzigen Hochburg von Yasser Arafat. Überall, wo ich war damals, das waren geschichtsträchtige Orte. Ich kenne sehr gut die Al-Aqsa-Moschee, die Geburtskirche Jesu, den Dome of the Rock, eben die Mukatta in Ramallah. Ich war in Bethlehem. Und was im Augenblick passiert, das tut mir unendlich leid. Ich bin insofern befangen, weil ich auch einmal in Ramallah war. Ich hatte dort eben geschäftlich zu tun. Und ich hatte auch Verbindung bzw. Kontakt zu Hamas-Führern. Ich hatte damals erwartet, in Ramallah Teufel vorzufinden. Hamas-Führer, die Teufel waren, weil man mich eben gewarnt hat, weil man gesagt hat, ja, die Hamas, das sind alles Terroristen. Aber Teufel habe ich keine vorgefunden. Dafür aber Menschen, die sehr umsichtig waren, sehr kinderlieb, sehr gastfreundlich und sehr freiheitsliebend. Trotz meiner Befangenheit möchte ich versuchen, diesen Clip hier so neutral wie möglich zu gestalten. Und ich hoffe, es gelingt mir. Ich habe also in den Jahren zwischen 2008 und 2009 am ECTAO, am French Hill, in Jerusalem gearbeitet, habe damals auch die Operation Cast Lead, gegossenes Blei, voll mitbekommen. Das heißt, wie damals die IDF, die Israeli Defense Forces, rein sind in den Gazastreifen mit Boots on the Ground. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, was stimmt da nicht in der Region? Was läuft hier völlig aus dem Ruder? Was berührt mich? Denn es hat mich was berührt. Ich war oft in der alten Stadt Jerusalem, habe ich schon erwähnt. Ich war an der Klagemauer. Ich war an der Al-Aqsa-Moschee. Ich war am Dome of the Rocks. Ich bin durch die Via Dolorosa gelaufen. Ich war in der Grabeskirche Jesu. Ich war auch in Bethlehem, in der Geburtskirche Jesu. Das erinnerte mich ein bisschen an Südafrika, an das Apartheidsregime. Es gab Busse, zum Beispiel, in denen Palästinenser nicht mitfahren durften. Sie durften da nicht rein. Und dann habe ich natürlich die ganze Bagarre mitbekommen, mit der Mauer, mit der Art und Weise, wie Israelis mit Palästinensern umgegangen sind, vor allem in Ost-Jerusalem, an den Checkpoints. Und das hat mir gar nicht gefallen. Und ich war da
Wie gesagt, ich war betroffen und ich war auch ein bisschen befangen. Denn ich war immer jemand, der eine Sache stark im Kopf hatte, ganz stark präsent im Kopf hatte. Das war der Spruch, De oppresso libre, gegen die Unterdrückung der Freiheit. Die Palästinenser hatten damals kaum Zugang zu Wasser. Sie leben heute noch zusammengepfercht, hauptsächlich im Gazastreifen. Kleines Land, 2 Millionen Menschen, abhängig vom Stromnetz der Israelis, kein Wasser, wie gesagt, oder kaum Zugang zu Wasser. Und ich frage mich, wie viele Präsidenten der Vereinigten Staaten es braucht, damit dieses Ziel, diesen Palästinensern endlich einen Staat zu geben, frei, unabhängig und souverän, damit dieses Ziel Wahrheit wird. Denn dann wäre Frieden in der Region. Ein Frieden, nachdem Millionen und Millionen Menschen seit was? Seit einem Jahrhundert trachten? Wäre Frieden nicht besser für alle Menschen, die in dieser Region leben? Das, was passiert ist gestern, ich komme noch darauf zurück, war abzusehen. Ich konnte nicht vorhersehen, dass es gestern passiert. Das konnte niemand. Das konnten komischerweise auch die Israelis nicht. Denn die Geheimdienste hatten das gar nicht auf dem Schirm. Warum auch immer. Der beste Geheimdienst der Welt hat vielleicht nicht funktioniert. Oder es gab einen Aussetzer. Oder ja, man hatte es nicht kommen sehen. Im Vorfeld dieser kriegerischen Handlungen von Seiten der Palästinenser, von Seiten der Hamas gegen Israel, mussten unzählige Gespräche geführt werden über Telefon, übers Internet, Messages, Bewegungen. Aber niemand hat den Schlag kommen sehen oder hören oder auch nur davon geahnt. Und das ist, was mich ganz besonders verwundert. Wie gesagt, war ich auch in Ramallah und ich habe Führer der Hamas kennengelernt. Und ich sage es nochmal, ich habe dort freiheitsliebende Menschen gesehen, kinderliebende Menschen, gastfreundliche Menschen. Und das, was gestern passiert ist oder was seit gestern passiert in Palästina, im Gazastreifen, in Israel, das hat mich von der Gewalt, wie es durchgeführt wurde, schon schockiert. Auch aus dem Grund, weil ich in Ramallah war, weil ich die Menschen kennengelernt habe. Es hat mich aber nicht allzu sehr verwundert. Denn ich stelle mir die Frage, was würde Deutschland machen oder Israel oder irgendein anderer Staat auf dieser Welt, Frankreich meinetwegen, wenn man 2 Millionen seiner Mitbürger auf eine unwahrscheinlich kleine Fläche interniert, Zaun drum, kein Strom, kaum Wasser, keine große Industrie, kaum Wirtschaft, keine Jobs. Eine Fläche begrenzt auf der einen Seite oder von 3 Seiten von Zäunen und Mauern und auf der anderen Seite vom Meer. Was würden diese Nationen alle machen? Diese Nationen würden versuchen, diese Mauern, diese Ketten zu sprengen. Denn es wäre nicht gerecht. Aus diesen Menschen, die auf diese Fläche eingepfercht sind, müssen gezwungenermaßen Freiheitskämpfer werden. Freiheitskämpfer, die, wenn sie denn ihr Schicksal in die Hand nehmen, von allen Terroristen genannt werden. Aber liegt es nicht in der Mentalität der Menschen, dass man sich, sein Land und seine Lieben und seine Freiheit verteidigt mit allen Mitteln? Ich denke schon. Und ich denke, wären wir in der Lage der Palästinenser gewesen, dann wären wir alle heute Terroristen. Und jetzt bleiben wir mal bei den Fakten, was ist passiert? Die Hamas hat Israel angegriffen.
Und es war der größte Angriff der Hamas auf Israel, seitdem sie 2007 die Macht übernommen haben. In Palästina, im Gazastreifen. Ohne den Iran wäre dieser Angriff nicht möglich gewesen. Und Iran hat der Hamas auch sofort nach dem Bekanntwerden dieses Angriffes oder dieser Angriffe auf Israel seine vollste Unterstützung zugesagt. 5000 Raketen der Hamas haben das israelische Verteidigungssystem Iron Dome überwunden und haben teilweise ihre Ziele in Israel gefunden. Das Schlimme an der Sache ist, dass diese Raketen abgefeuert von der Hamas, das waren keine intelligenten Raketen. Das waren teilweise noch alte Scud, die einmal abgefeuert sich ihr Ziel zwar selbst suchen, aber nicht auf intelligente Art und Weise. Das heißt, man feuert sie ab, man richtet sie auf ein Ziel, man feuert sie ab und einmal die Rakete die Rampe verlassen, ist blind. Eine blinde Rakete tötet unschuldige Menschen, Frauen, Kinder, alte Menschen. Und das ist das Schlimme an der Sache. Gleichzeitig mit dem Abschuss der 5000 Raketen auf Israel landen palästinensische Kommandokräfte mit Schnellbooten an der Küste Israels. Auch mit Gleitschirmen konnten die Palästinenser die israelischen Verteidigungslinien überwinden. All das ist passiert gestern am 7. Oktober 2023. Es gab im Vorfeld einen Vorfall in der Al-Aqsa-Moschee. Und da sollte man auch mal ganz genau hinschauen, was genau da passiert ist. Man spricht davon, dass die Hamas ungefähr 100 israelische Soldaten als Gefangene genommen hat, darunter ein israelischer General. Das muss noch offiziell bestätigt werden. Unter den Bildern der israelischen Gefangenen der Hamas sind auch Frauen zu sehen, wobei man das natürlich auch genau zuordnen muss. Es handelt sich hierbei nicht unbedingt nur um Zivilisten, denn in der IDF, in der Israel Defense Force, sind sehr viele Frauen im Dienst. Das heißt, an der Waffe ausgebildete Soldatinnen im Dienst der Israel Defense Forces. Ich muss es nochmal betonen, als ich gestern Morgen zu diesen Schlagzeilen aufgewacht bin, da war ich sehr, sehr überrascht, weil ich die israelische Intelligence, den Geheimdienst, für den besten der Welt hielt. Und ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass eben diese Intelligence von den Israelis nichts über diese Angriffe im Vorfeld herausgefunden hat, dass die nicht mal was erahnt haben. Weil wenn man sich diese ganzen Angriffe der Hamas auf Israel mal anschaut, das muss alles minutiös vorbereitet gewesen sein. Einmal dieses Abfeuern von 5000 Raketen fast gleichzeitig, dann eben diese Aktion mit den Schnellbooten von Kommandos, Trupps ausgeführt, dann eben das Reinsegeln mit Paraglidern in israelische Kasernen teilweise und die Entführung dieser israelischen Soldaten und Zivilisten. Es muss eine unwahrscheinlich lange, minutiöse Vorbereitung gewesen sein. Diese Angriffe der Hamas auf Israel müssen eigentlich zu erwarten gewesen sein. Besonders jetzt, weil ich denke, dass Israel zur Zeit dieser Angriffe, also gestern, sich in einem Schwächemodus befand. Warum? Weil es eben im Vorfeld unwahrscheinlich viel Demonstrationen gab gegen die Justizreform in Israel. Und da war der Fokus nicht auf die Palästinenser, nicht auf die Hamas gerichtet, sondern nach innen gekehrt. Und das gibt nach außen natürlich einen Zustand der Schwäche, scheinbarer Schwäche. Und diesen Zustand scheinbarer Schwäche hat sich die Hamas zu eigen gemacht. Und da hätte man vielleicht besser aufpassen müssen. Das Wirken der Hamas hätte auf jeden Fall mehr Augenmerk verdient, als es anscheinend verdient hat, als es anscheinend für die Hamas gegeben hat. Warum? Weil eben es zwei Mächte im Hintergrund gibt. Die eine Macht ist Russland und die andere Macht ist der Iran. Und die versuchen natürlich durch eine, ich würde sagen, große Koalition, wenn man das so sagen kann, überall auf der Welt Unruhe zu stiften, um dann eben andere Weltmächte dazu zu zwingen, irgendwie Partei zu ergreifen, auf der einen oder für die andere Seite. Und das ist natürlich ein brandgefährliches Spiel und das bringt uns im Augenblick in einen Weltenzustand, der unwahrscheinlich schwierig und gefährlich zu leben ist. Was man auch nicht aus den Augen verlieren darf, ist,
Es gab ja im Vorfeld dieser Hamas-Operation eine quasi Annäherung von Saudi-Arabien an Israel, was ja schon exzeptionell ist. Und diese Annäherung wurde natürlich durch die Hamas zunichte gemacht, weil Saudi-Arabien jetzt natürlich Partei für die Palästinenser ergreifen muss. Was jetzt da natürlich an der ganzen Sache erschreckend ist auch, ist, dass er nicht nur die israelischen Geheimdienste mehr oder weniger, ich würde sagen, kann man sagen, versagt haben, sondern auch die amerikanischen und die britischen Geheimdienste. Niemand hat den Schlag kommen hören. Es gab ja vor 50 Jahren den Yom Kippur-Krieg und auch damals hatten die Israelis die Gefahr unterschätzt. Damals sind die Araber über Syrien und Ägypten in Israel eingefallen und niemand hatte diese Gefahr damals so richtig auf dem Schirm. Man hatte damit am allerwenigsten gerechnet. Und ich denke auch, dass in der Nachbereitung einige militärische und auch politische Köpfe rollen werden. Das wird so sein. Es gibt natürlich einen riesigen Unterschied zwischen damals und heute. Zwischen dem, was gestern passiert ist und noch anhält, und dem, was damals während oder beim Yom Kippur-Krieg passiert ist. Beim Yom Kippur-Krieg, damals vor 50 Jahren, endete das Ganze in einen Waffenstillstand. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass es diesmal in einem Waffenstillstand mündet. Dafür hat die Hamas zu viel losgetreten. Und meine Befürchtungen gehen dahin, dass der Gegenschlag Israels so mächtig sein wird und so brutal, dass sich der Zorn der Israelis nicht nur gegen die Hamas-Kämpfer richtet, wie es ja sein sollte, sondern gegen das ganze palästinensische Volk. Was jetzt noch zu befürchten ist, und ich glaube, diese Befürchtung ist schon Aktualität, ist, dass die Hezbollah mit in den Krieg eintreten wird. Es sieht fast so aus, als würde es in der ganzen Region zu einem religiösen Krieg ausarten. Die ganze arabische Welt wird irgendwie auf irgendeine Art und Weise in den Krieg mit Israel ziehen. Und ich glaube nicht, und ich muss mich da wiederholen, dass es jetzt in absehbarer Zukunft auf irgendeine Art und Weise einen Waffenstillstand, geschweige denn einen Frieden geben wird. Das ist vorbei. Das ist rum. Man hätte diesen Frieden vor längerer Zeit schon schaffen können, mit etwas mehr Willen, mit etwas mehr politischem Engagement. Das haben wir verpasst. Wenn ich mal tief in mich reingehe, so sage ich mir, dass es Unrecht war, was die Hamas jetzt gemacht hat und dass es nicht geschickt war, was die Hamas mit dem Angriff auf Israel gemacht hat. Sie hat da, wie gesagt, etwas losgetreten, was sich nicht kontrollieren lässt. Und ich glaube nicht, dass die Hamas ihrem Volk damit einen Dienst erwiesen hat. Denn das Volk wird leiden. Wie immer, in jedem Krieg wird das Volk leiden. Ich befürchte, dass es nicht bei einem Krieg oder bei einem Konflikt in dieser Region bleiben wird, sondern ich befürchte, dass etwas ganz, ganz Großes hinter dieser Aktion steckt. Und dass wir in naher Zukunft auf irgendeinem Kontinent, in irgendeinem Land, das wir alle nicht auf dem Schirm haben, zu einem Krieg kommen wird. Es ist ja auf der Welt aktuell alles irgendwie verrückt und alles läuft irgendwie aus dem Ruder. Wir haben Spannungen im Kosovo mit Serbien. Wir haben Krieg in der Ukraine. Wir haben Spannungen im China-Taiwan-Konflikt. Wir haben jetzt diesen aktuellen Konflikt im Nahen Osten, Israel, Palästina, Gaza. Ich glaube, dass wir demnächst, und ich wiederhole mich hier, einen anderen Kriegsschauplatz erleben werden, der uns von seinem Ausmaß und von seiner Brutalität alle überraschen wird. In einem Land, das, wie gesagt, wir alle nicht auf dem Schirm haben. Mit einer der Leidtragenden in diesem Konflikt im Nahen Osten, Israel, Palästina, Gaza, wird meiner Meinung nach die Ukraine sein, weil eben die Großmächte und viele andere Nationen, die jetzt nicht in die Kategorie Großmacht fallen, sich die Frage stellen müssen, wo werden wir uns engagieren?
Wen werden wir unterstützen? Wen werden wir weiter unterstützen? Und wen können wir in dem Ausmaß nicht mehr unterstützen? Es geht also scheinbar raus aus einem Konflikt, den keiner mehr will, Ukraine-Russland, rüber in einen anderen Konflikt, wo niemand weiß, wie dieser ausgehen, wie dieser enden wird. Es wird sich in diesem Konflikt auch ein anderer Aspekt herauskristallisieren bzw. zeigen. Und das ist die Frage, ist Amerika oder sind die Vereinigten Staaten von Amerika noch handlungsfähig? Denn sie haben bis jetzt natürlich die Ukraine unterstützt. Amerika ist von innerlichen politischen Spannungen zerrissen. Es stehen die Wahlen kurz bevor. Amerika hat unwahrscheinlich interne, landeseigene Probleme und ist durch den Ukraine-Krieg bzw. das Budget und diese Waffenlieferungen in die Ukraine unwahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise geschwächt. Und jetzt steht die Frage im Raum, kann Amerika noch auf irgendeine Art und Weise positiv durch Budget oder vielleicht durch Waffenlieferungen Israel unterstützen? Ist oder sind die USA in dieser Beziehung noch handlungsfähig? Denn die USA werden natürlich auf irgendeine Art und Weise Position für Israel ergreifen oder ergreifen müssen. Das erwartet man einfach. Was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass es unwahrscheinlich schwierig wird für die IDF, jetzt zu reagieren. Die Reaktion ist schon im Gange, im Gazastreifen. Aber man darf nicht vergessen, dass die Hamas eben Geiseln hat, Frauen, Kinder, Soldaten. Und es ist natürlich unwahrscheinlich schwierig, in so einem Kontext zu handeln. Welche Ziele angreifen, welche Ziele nicht angreifen? Wo sind diese Gefangenen? Wo sind diese Geiseln? Ja, sollen wir reingehen mit Bodentruppen oder werden wir ganz einfach luftunterstützte Aktionen durchführen? Über die Luftwaffe, über Bombardierung, über ferngesteuerte Raketen, Air-Assault-Raketen oder Luft-Boden-Raketen. Sollen wir reingehen mit Kommandotrupps, Boots on the Ground, mit Spezialeinheiten? Wo sind diese Geiseln und welche Ziele der Hamas kann man angreifen, ohne das Leben der Geiseln in Gefahr zu bringen? Das alles sind Fragen, mit denen sich natürlich jetzt das Verteidigungsministerium Israel auseinandersetzen muss. Das ist alles sehr schwierig. Ich werde natürlich noch weiter über diesen Konflikt berichten. Ich werde das im Fokus haben und für euch darüber berichten. Für mich geht es jetzt aber nicht darum, wer hat ein Recht, wo ist gut und wo ist böse. Für mich geht es hauptsächlich darum, dass man versucht, und zwar von allen Seiten und mit allen Mitteln, diesen Konflikt zu beenden. Auf eine Art und Weise, wo man sagen kann, diese Art Konflikt darf nie wieder offen ausgetragen werden. Und das geht nicht mit Waffen. Nein, niemals. Da müssen irgendwo auf der Welt, am Verhandlungstisch, intelligente Menschen intelligente Entscheidungen treffen. In einem Krieg wie diesem kann es keinen Sieger geben. Das ist völlig unmöglich. Kameraden, bleibt dran, ich berichte weiter. Ich wünsche euch allen ein tolles Leben. Ich wünsche euch Frieden. Ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Ich bin da mal weg. Amitié Légionnaire, euer Thomas Gast. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.